Im Schnitt wartet man etwa 3 Jahre, bis man eine Niere kriegt für eine Transplantation. Es gibt aber auch die Möglichkeit von lebenden Nierenspenden, zum Beispiel vom Partner, von einem Familienmitglied oder auch von einem Freund. Und heute weiss man, dass bei lebensspendenden Nieren länger heben. Warum das? Der nächste Beitrag hat Antworten. Seit über 40 Jahren sind sie einander eng verbunden. Katharina und Pat Portenier. Im Frühling 2009 erleidet Pat aus heiterem Himmel nach einem Fest einen lebensbedrohenden Zusammenbruch. Und dann habe ich einfach gemeint, man hätte etwas Falsches gegessen oder so. Und dann ist es immer wie schlimmer geworden. Dann hat es angefangen, keine Luft mehr zu kriegen. Und dann hat Katharina, meine Frau, hat dann die Ambulanz angerufen. Ja. Und dann sind die gekommen und haben einfach mal probiert, mich zu stabilisieren, weil ich dann eigentlich fast verstickt wäre, weil Wasser auf der Lunge war. Pat hat eine akute Niereninsuffizienz. Er muss 13 Monate lang 3-mal die Woche zur Dialyse, kommt auf die Warteliste für eine Spenderniere. Dann macht ihm seine Frau Katharina das größte Geschenk. Und dann bin ich alles gelesen über die Nierenspende. Lebensspenderegister, alles so. Und irgendwie war das einfach logisch gewesen. Wenn es schon eine Möglichkeit gibt, dass man überhaupt helfen kann, wenn jemand schwer krank ist. Alle anderen Prognosen hätte ich nicht machen können. Dann war das irgendwie klar gewesen, dass ich mich checken lasse, ob es passt. Oder? Die beiden haben zwar nicht die gleiche Blutgruppe, aber die Matchliste passt. Und 2010 empfängt der damals 59-jährige Maler und Objektkünstler von seiner Frau Katharina eine Niere, hier im Unispital Basel. Professor Jörg Steiger ist Chefarzt der Transplantationsimmunologie und Nephrologie. Warum tritt eine akute Niereninsuffizienz so überraschend auf? Die Niere hat ja keine sensiblen Nerven, man spürt das nicht. Also, und das heisst konkret, man spürt eigentlich die Nierenkrankheit nicht. Und dann spürt man es eigentlich erst, wenn die Niere zu 90% kaputt ist. Das ist eben so der Schnitt, was muss kaputt sein, bis man dann etwas spürt. Die Nierenfunktion kann durch einen hohen Blutdruck geschädigt werden. Oder die Niere selbst wird vom Immunsystem zerstört, wie bei Pat Portenier. Warum hat man früher keine Partner als Spender akzeptiert? Früher haben wir gesagt, es ist problematisch, wenn man in einer Partnerschaft so eine Spende macht, so ein Geschenk, oder? Es gibt eine Abhängigkeit etc. Und da hat man vermutet, dass es eben psychologische Probleme geben kann. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist der immunologische Teil, dass man eigentlich Partner ja immer sehr verschieden sind, nicht wie zum Beispiel Eltern zu Kindern. Und das ist eigentlich der Grund, wieso man das Gefühl hatte, das ist nicht gut. Im 91 haben wir die erste Lebensspende von einer Ehefrau gemacht. Und nachher haben wir eine Nationalfondsstudie gemacht, die zeigte, dass es eigentlich psychologisch besser ist, eine Partnerspende, als eine geschwisterte Spende. Bei Geschwistern sind oft alte Zöpfe vorhanden. Zum Beispiel, ich war schon immer benachteiligt. Und Geschwister sehen sich im mittleren Leben mit etwa 40, 50 vielleicht einmal im Monat oder einmal im Jahr. Partner hingegen sehen sich täglich. Der Partner profitiert natürlich, wenn der Partner transplantiert wird, weil er muss nicht an Dialyse. Und dann hat also der Spender eigentlich auch einen Benefit. Und ich denke, das ist der Grund, wieso psychologisch das eben sogar besser ist als Verwandtenspende. Lebensnieren funktionieren nach der Transplantation besser und länger als Totnieren. Denn sie kommen in der Regel von jemandem, der gesund ist. Und es ist ein kontrollierter Wahleingriff. Die Niere muss nicht reisen, ist schon vor Ort. Man kann sie planbar rausnehmen und eine halbe Stunde später wieder transplantieren. Wie sieht die Zukunft der Nierentransplantation aus? In den nächsten 10 Jahren ein Durchbruch wäre natürlich, wenn man könnte weniger Immunsuppression geben oder gar keine mehr. Weil das Organ, das man transplantiert, wird ja vom Immunsystem vom Empfänger abgestoßen. Darum muss man sogenannte Medikamente geben, die das Immunsystem unterdrücken, Immunsuppressiva. Die können auch krank machen, die schwächen auch das Immunsystem gegen Infektionen. Und was der grosse Schritt wäre, ist, wenn man könnte Nieren transplantieren und keine Immunsuppression muss geben in einer Vorbereitung. Da gibt es Ansätze dazu. Man sagt eben Toleranz.
In den letzten Jahren wurde das Erkennen von Abstoßungen schon vor der Transplantation und die Behandlung von Infektionen verbessert. Was motiviert den Mediziner in seinem Fachgebiet? Was mich eigentlich treibt, ist das breite Spektrum. Also, das geht ja eigentlich von der Molekularbiologie, von der Immunologie. Wie die Zellen interagieren, was jetzt für Oberflächenproteine, bis zu der Behandlung des Patienten mit Immunsuppression, Komplikationen. Und das andere Ende ist die Ethik. Und auch die Ethik ist spannend. Es ist ein bisschen wie eine Geburtentransplantation. Patienten sagen häufig auch, ich habe jetzt einen zweiten Geburtstag und ich feiere. Und der Wechsel ist auch enorm spannend. Katharinas Niere hat bei PET sofort problemlos funktioniert. Bis heute. Also ich würde es wieder machen. Wenn ich noch mal eine hätte, würde ich es über den anderen noch geben. Ich würde einfach sagen, als Spenderin, ehrlich, ich bin null eingeschränkt. Und das ist fantastisch. Ich meine, ich habe genauso viel von dieser Niere, die jetzt in ihm inne ist, weil wir das Leben so normal wieder haben. Keine Dialysezeit. Ich finde, der Spender hat, also gerade wir, die so eng sind, genauso viel davon. Die Spenderin Katharina Portenier konnte 2 Wochen nach deren Operation wieder arbeiten, ohne Komplikationen.